dass wir so gut wie möglich zusammen, also auch in Europa, ein Zusammentreffen von diesen verschiedenen Kämpfen erreichen. Gut, also mein Deutsch ist zwar gut, aber natürlich werde ich viel Fehler machen. Also Entschuldigung, ich bin keine Germanistin, ich rede einfach Deutsch und teilweise ein bisschen komisch, aber ich hoffe, es wird dann zu verstehen. Ich habe probiert, gewisse Ausdrücke, ganz Profi-Ausdrücke auf Deutsch zu übersetzen, also die offizielle Übersetzung zu finden. Ich hoffe, es geht. Und ich stelle euch vor, dass wir das so machen. Also ich werde erstens, also der Titel ist ein bisschen falsch, was angedeutet wurde. Mein echtes Titel war, am 2. Februar 2009 hat die französische Universität Basta gesagt. 4 Monate Streit, 4 Jahre ununterbrochenen Kampf, 10 Jahre Bologna-Prozess in Frankreich. Dafür werde ich nicht nur und vielleicht sogar etwas zu wenig über die Studentenbewegungen sprechen. Ich erkläre auch, warum ich nicht so viel, wie es angedeutet war, über die Studentenbewegungen sprechen werde. Aber das trennen wir natürlich und das können wir dann später als Gespräch auch verbreitern. Die Idee ist die folgende. Ich werde zuerst kurz probieren, eine europäische Landschaft zu zeigen, also warum wir jetzt stehen, wo wir stehen, in Frankreich, sowie in Deutschland, sowie in Spanien, sowie in Griechenland, sowie in Italien und so weiter. Und zusammenfassend, also ein paar Ideen über den Bologna-Prozess und die Lissabon-Strategie andeuten. Und erst dann, also wenn ich das alles, dieses ganze Panorama, diese Landschaft dargestellt haben werde, werde ich auch über Frankreich genau und präziser erklären, was gelaufen ist. Erstmal soll ich aus Frankreich ganz viele Grüße bringen, weil diese Wochenbildungsstreik ist in Frankreich wohl bekannt. Schon seit mindestens einem Monat bekommen wir E-Mails und Erwähnungen darüber. Wir haben auch, soviel ich weiß, gewisse verschiedene Texte untergeschrieben und wir halten das für sehr wichtig, dass in Deutschland der Kampf weitergeht. Es ist vielleicht ein bisschen schade, dass es jetzt anfängt, weil es in Frankreich ungefähr zu Ende kommt, aber das schaffen wir besser das nächste Mal. Zuerst diese europäische Landschaft. Ich möchte kurz die offiziellen Texte darstellen. Vielleicht weißt du, also ich nehme an, die hier sitzen, sind natürlich die am meisten was wissen, aber trotz alledem, wenn es ein paar gibt. Ich habe selbst festgestellt bei meinen Studenten hier, dass das Bologna-Prozess total unbekannt ist und ich und noch mehr das Lissabon-Strategie und deswegen dachte ich, es ist wichtig, dass wir das zusammen wieder ein bisschen erklären. Also Mai 1998 treffen sich in La Sorbonne, so die bekannteste französische Uni, die älteste auch, 4 Erziehungsminister, die von Frankreich, Deutschland, Italien und Großbritannien und definieren das Prinzip einer Harmonisierung der Hochschulsysteme. Der Ziel ist dabei, Europa in die Welt zu verstärken. Darauf, Juni 1999, treffen sich 29 Länder, also auch Erziehungsminister, in Bologna für die Bologna-Konferenz und darauf wird eine Deklaration gemacht. Diese Deklaration spricht eigentlich nicht mehr von Harmonisierung, weil jedes Land hat gedacht, wenn wir harmonisieren, dürfen wir nicht mehr machen, was wir wollen, was eigentlich der Ziel ist. Also das Wort selbst, Harmonisierung, wurde weggenommen. Dafür sagt man oder schlägt man vor, dass man überall in Europa die Hochschulsysteme in 2 Zyklen organisiert. Das erste, das 3 Jahre dauern sollte, was hier als BA besser bekannt wird. Das zweite als Magister oder Master, innerhalb 2 Jahren. Bei diesem ersten Bologna-Konferenz wurde die Promotion nicht erwähnt. Wichtig ist zu merken, dass sofort der
erste Zyklus, das erste Zyklus, Sie dürfen mich auch korrigieren, in Bezug auf der Arbeitsmarkt organisiert und gedacht sein soll. Dabei kommt auch die Förderung der Mobilität für Studenten sowie für Dozenten und die Einführung eines Leistungspunktsystems, nämlich die ECTS, sagt man auch auf Deutsch, ECTS. Das sollte einfach das Austausch vereinfachen. Und dafür auch eine Verbesserung der Lesbarkeit von den verschiedenen Diplomen, um vergleichen zu können. Also nicht nur, dass man leicht von einem Land zu der anderen geht, sondern auch, dass man natürlich leicht sofort sagen kann, der ist besser als der andere. Also Kriterien, Methoden und später vielleicht auch Inhalt sollten sehr lesbar werden, damit jeder weiß, was darauf, da unten steht. Das bedeutet für diese Bologna-Konferenz eine Qualitätssicherung, die natürlich auch evaluiert, sagt man evaluiert? Ja, danke. Evaluiert sein soll. Und man wird auch sehr schnell sehen, dass das Problem der Evaluation eines von den Kernen ist. Daraufhin haben sich die verschiedenen Erziehungsminister alle 2 Jahre getroffen. Davon hört man kaum was, bis auch wenn man vielleicht wirklich sehr aktiv ist. In Prag 2001, in Berlin 2003, in Bergen 2005, in London 2007 und jetzt gerade in Louvain in Belgien, also 2009. Ein sogenannter Hochschulgipfel, das diese ganze Entwicklung nach und nach präziser macht. Und inzwischen sind 46 Staaten Teilnehmer, das bedeutet, die sind alle Europäer, aber gehören natürlich nicht alle zur EU. Das bedeutet also, dass dieses System wirklich, sich wirklich verbreitet und die Zulassung von all den Staaten bekommt. Um zu verstehen, was darunter spielt, soll man ein kleines Exkursus machen über die sogenannte Lissabon-Strategie von 2000. Diese Lissabon-Treffen hatte vor, die wirtschaftliche, soziale und ökologische Orientierung der EU vorzuplanen. Der Ziel für EU, und das habe ich eben übersetzt, ich kann das auswendig auf Französisch und das klingt auch sehr schön, aber auf Deutsch läuft es so. Der Ziel ist, bis 2010 zum wettbewerbsfähigsten, dynamischsten und wissenbasierten Wirtschaftsraum der Welt zu machen. Korrekt? Ja. Also jedes Wort ist natürlich zu kommentieren. Und das Allerwichtigste, meinetwegen, die Idee des Wettbewerbsfähigkeit, ist natürlich sehr wichtig, weil diese Idee von Konkurrenz ist wirklich der Kern von diesen ganzen Reformen. Die Idee, dass der Wirtschaftsraum der EU als wissenbasiertes Raum denken sein soll, ist auch sehr wichtig, weil das hat für uns, euch als Student, ich als Dozentin, eine ziemlich schreckliche Konsequenz, nämlich, dass Erziehung und Forschung sind jetzt als Ware, als Wirtschaftsgut behandelt. Ihr seid Deutscher und kommt also direkt aus der Humboldt-Logik, die natürlich was ganz anders unter Kultur, unter Bildung, unter Uni versteht, unter Forschung auch. Und ihr versteht natürlich wohl, dass die Idee, dass man jetzt die Kultur und die Bildung als Wirtschaftsgut annehmen sollte, wird die ganze Konzeption verändern. Es wird dafür vorgeschlagen, dass man lebenslang lernen sollte und dass man statt Wissen von Qualifikation sprechen soll. Alle Wörter sind wichtig und deswegen sage ich es auch gleich, sollte wirklich jeder, so langweilig es auch ist, diese Texte lesen, weil die Falle steht wirklich in die Wörter, die benutzt werden. Also die Idee, dass man sein lebenslang lernen kann und dass man der Beste sein soll und dass die ganze Wirtschaft, die ganze Gesellschaft mit Wissen was zu tun hat, klingt natürlich sehr schön. Was bedeutet